Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Yuseko, wir sind zurück in Dungeons 4, wir gehen in die Kampagne rein. Böse Elfen kommen überall hin. Und ich sowieso. Aus den Fängen des Guten befreit. Bevor sie ihre Reise zu lass mich doch was erzählen. Musste sie allerdings Kräfte sammeln. Gut, also, wir werden jetzt hier ein, ihr seht schon, ich habe die ersten beiden Sachen schon gemacht, danach werden wir übelst überrannt, deswegen ein neuer Plan ist mein dritter Anlauf, muss ich ganz ehrlich sagen, einmal habe ich nicht auf den Kern geachtet, dann ist der ein bisschen kaputt gegangen, beim nächsten Mal, seht ihr schon, bin ich schon ein bisschen weitergekommen, habe zwei Aufgaben gemacht und jetzt versuche ich das Ganze ein bisschen zu cheesen, so dass wir alle drei Achievements natürlich mitkriegen, ich habe einen Blick auf die Uhr, damit wir das Achievement machen können und zwar heißt es hier, innerhalb von 30 Minuten sollen wir das Einhorn töten, das reicht. Wenn wir das schaffen in der Zeit, könnt ihr also auch locker auf normal einmal durchspielen und Talia soll Stufe 3 erreichen. Na, sowas passiert halt automatisch. Und damit wir die Aufgaben auch alle unter schwer schaffen, müssen wir am Anfang das Video skippen, weil irgendwie gefühlt zumindest läuft der Timer nämlich schon, während das Video noch läuft. Das heißt, wir verlieren genau am Start schon die ersten 3 Minuten. Da weiß ich nicht, ob das so geplant ist oder halt nicht, weil jetzt kommt... Endlich frei. Überspringen. Passt. Endlich frei. Dieses Reisen in einem Käfig durch die Oberwelt hat mich richtig die modrige und miefige Luft des Dungeons vermissen lassen. Was für ein aufregender Duft steigt mir da in die Nase. Ist es... Okay, wer von euch Schnodderlingen war das? Während Talia ihre neue Freiheit mehr oder minder genoss, zog ihr Stiefbruder Tristan mit seiner Gefolgschaft durch die Oberwelt. Irgendwo hier wird der nächste Stein zu finden sein. Aber... Es fällt mir schwer, mich in dieser üblen Umgebung zurechtzufinden. Männer, wir errichten hier ein Lager und werden die Düsternis von diesem Ort vertreiben. Tristan? Schon wieder? Ich habe wirklich in letzter Zeit genug von dieser Verwandtschaft gesehen. Das fühlt sich an, als würden Ostern und Weihnachten direkt hintereinander stattfinden. Und dann erdreistet er sich auch noch, die Gegend hier von ihren schicken Grautönen zu befreien. Na warte, dir werde ich alles heimzahlen. Bevor sich Talia aber auf ein Wiedersehen mit ihrem Stiefbruder einstellen konnte, war es dringend vonnöten, eine schlagkräftige Armee aufzustellen. Allerdings wurde der Untergrund von Spinnen bevölkert, die diesen ihr Zuhause nannten. Zudem zogen sich besonders harte Steinschichten durch die Erde. Um diese Steinschichten abgraben zu können, musste das forschungssüchtige Böse zunächst besseres Werkzeug für seine Schnodderlinge erforschen. Doch das benötigte einiges an Bösartigkeit. Besonders viel Bösartigkeit konnte man ergattern, wenn man ein gutes Wesen bezwang. Wie beispielsweise dieses Einhorn, das, natürlich zufällig und völlig im Einklang mit dem Hintergrund der Welt, gerade hier residierte. Einhorn umhauen, um besonders viel Bösartigkeit einzuheimsen? Ha, hört sich nach einem guten Start in den Tag an. Finde ich auch. Die Zeit brauchen wir nämlich, damit wir hier auch vernünftig weiterkommen. So, Plan Nummer 1, wir gehen da hoch. Hier holen wir uns nochmal ein bisschen Gold raus. Das Gold holen wir uns. Hier wollen wir mal runter. Denn wir müssen hier... Das entdeckende Böse hatte eine härtere Gesteinsschicht entdeckt. Oh. Die Werkzeuge seiner Schnodderlinge waren dafür nicht stark genug. Und mit deren Zähnen würde es viel zu lange dauern, sich durch das Gestein zu graben. Okay. Mittels Forschung konnte das neue Technologien freischaltende Böse die Werkzeuge seiner Schnodderlinge verbessern lassen, sodass dieses Gestein kein Hindernis mehr darstellen würde. In meinem letzten Krieg habe ich die Schnodderlinge sich durch alles Mögliche graben lassen. Da ist die brauchen wir. Ein paar Tage eingesperrt. Den und wollen schon wir. Schon gibt es technologischen Rückschritt. Ja, schrecklich. Richtig. Schrecklich. So ein Ding ist das nämlich. Okay, alles klar. So, das haben wir erstmal freigeschaltet. Dann gucken wir mal. Die Türen, da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Geld für. Dann, ja, wir fahren ja sowieso unser Zeugs hier. Werden wir uns auf jeden Fall langsam aber sicher schon mal an unsere Armee machen. Nee, unter Enden kriegen wir neue. Heißt, 1, 2... Ich brauche mehr Geld. 2. Ja, lasst die ruhig schnoddern, die Schnodderdinger.
Wir warten hier in aller Ruhe, sodass wir auch den Dungeon schon mal in die richtige Richtung weiterentwickeln. Und dann kommen jetzt hier nochmal zwei von den Goblins, damit wir auch so DPS-Champions mit dabei haben. So, gut, damit steht meine Army fertig. So, die können wir nebenbei ausbauen, einfach nur, dass wir noch ein bisschen an Gold dazu gewinnen. Räume, war unter R wie Räume. Ich könnte eine Arena schon bauen, das wäre gar nicht so verkehrt. Genau, pass auf, wir fangen mit der Arena an. Die setzen wir mal hier rein, die braucht 3x3. Da muss das Ganze hier mal ein bisschen größer werden. So, dann kriegen wir hier 4 Arenen rein. Hier oben möchte ich auf jeden Fall noch weiter, bis wir dann an einem Raum ankommen, wo wir erstmal nicht durchkommen an dem Spinnennetz. Aber wir bauen trotzdem schon mal in die Richtung. Okay, so, dann können wir hier erstes Trainingsgebäude hinbauen. Wir erweitern den Raum. Ja komm, können wir auch direkt voll machen. So, passt schon. Damit unsere Einheiten auch ein bisschen Unterstützung bekommen. Zumindest ein paar Level dazu bekommen. So, 9 Stück. Haben die jetzt alle einen Schlafplatz? Ich glaube nicht, weil wir mehr haben. Egal. Haben wir keine Zeit für. Hier kommt man jetzt weitere Maschine rein, damit die noch effektiver arbeiten können. Hier oben möchte ich auf jeden Fall jetzt noch weitergehen, denn wir haben ein Ziel, wo wir hin möchten. Das sieht erstmal ganz gut aus. Da können die sich reinarbeiten. So, wir sind jetzt seit knapp 5 Minuten jetzt im Spiel. Das heißt, wir haben noch 25 Minuten Zeit, um oben weiterzumachen. Ich möchte allerdings erst hier unten was machen und nicht sofort das Einhorn töten. Das ist unsere Aufgabe nämlich hier. Das steht an der Stelle. Hier läuft das rum. Eine Kreatur der Horde machte sich daran, in der Arena zu trainieren. Genau. Das sorgte nicht nur für Zufriedenheit, sondern auch für wertvolle Erfahrung. Ja. So, sehr schön. Dann werden die nämlich ein paar Level höher, damit wir die Verteidigung besser halten können gleich. Was haben wir hier? Eine Goldader ist nicht in der Schatzkammer. Das ist gar kein Problem. Das können wir erstmal hier wieder wegklicken und dann können wir hier, unter R eine Schatzkammer reinbauen. Dann müssen die nicht so weit laufen. Spart eine Menge Zeit und das ist sinnvoll. Okay, soweit, so gut. Wir müssen aber trotzdem gucken, dass wir nachher Bösartigkeit bekommen. Ich möchte nur hier oben etwas auslösen. Dadurch, dass ich ja schon mal gescheitert bin, relativ klar, werden wir jetzt hoffentlich in der Lage sein, das früher zu erledigen. Mal schauen, ob das aufgeht. Okay, hier unten bauen wir auch schon mal weiter. Hier ist nämlich eine Menge Gold. Da erwarten uns auch ein paar Gegner. So, das kann weg, das kann weg. Da kommen wir auch nicht rein. Also alles okay. Weiter geht's. Einmal kurz V gucken. Können wir noch irgendwas erforschen ohne Bösartigkeit? Ja, wir können die Kreaturen verbessern ohne Bösartigkeit. Aber für das hier alles brauchen wir Bösartigkeit, die wir natürlich nicht haben. Das sieht nicht gut aus. Dann bauen wir hier mal ein bisschen was aus. Gucken schon mal, dass wir gleich die Türen freischalten. Und eventuell auch hier so eine Wachstube. Oder wir verbessern schon mal die Schnodderlinge. Ab Stufe 2 können sie nämlich alle 45 Sekunden einen kurzen Sport einlegen und sich für 40 Sekunden um 100% schneller bewegen. Die müssen wir aber auf 3 bekommen. Haben wir das nicht jetzt gerade? Check. Jetzt sind sie schon mal schneller. So, wir können eine weitere Einheit aufnehmen, weil wir da was ausgebaut haben. Ja, sag mal, das ist aber ein bisschen merkwürdig. Weil hier irgendwo in dieser Ecke sollte etwas sein, wo ich hin möchte. Zahltag. Oder kommt das wirklich erst, wenn ich oben angegriffen habe? Das. Gern auf illegale Käfigkämpfe. Haha. Der Böse hatte eine Arena für seine Kreaturen errichtet. So. Hier möchte ich hin. Die möchte ich ausschalten, denn die greifen uns an. Die Zeit läuft schon. Okay. Wir wollen denen entgegenkommen. So, jetzt wird hier oben gearbeitet fleißig. Wir heben mal schnell das Gold auf in der Zwischenzeit. Und das bringen wir natürlich auch sofort dahin, wo es hingehört. So ein bisschen. Abfahrt.
So, die Spinnen sind nämlich für uns sehr wichtig. Die werden uns nämlich immer weiter angreifen und vor allem das Schlimme daran ist, die werden immer stärker. Deswegen gehen wir hin und werden uns darauf vorbereiten und die einfach... Schöpfe des Untergrunds brachen so durch die Wände des Dungeons. Da sind sie. Schwupp. Gebe ihnen Tiernamen, verdammte Ozelots. Ozelots. Macht sie kaputt, los. So, wir wollen die vorher abfangen, damit die schon mal aus dem Spiel raus sind. Und zwar für uns ist wichtig, wenn wir das auf schwer spielen, dass wir die ausschalten, bevor wir an die Oberfläche gehen. Denn wenn die nachher zu stark werden und uns permanent angreifen, ist das ein sehr dummer Zustand. So, die zwei sind natürlich kein Problem mehr gleich, die können durchkommen. So. Gut, und da geht das Netz auch langsam runter. Talia, willst du nicht auch mal mitspielen? Oh, Talia, ich bin im Kampf. Ach so, du gehst dahin. Ja, okay, mach das. Ob Talia da... What the fuck, ist Talia schwach? Helden ein der Unterwelt. Ein Nest wurde von den Kreaturen des arachnophoben Bösen vernichtet. Das geschieht diesen Mistviechern recht. Männer, wir dürfen nicht fallen. So, es wird jetzt kommt alle Mann. Lager zu errichten. Vorwärts. Okay. Hey, das ist unfair. Jetzt komme ich doch noch gar nicht hin. Wie soll ich die denn aufhalten? Talia und das forschende Böse konnten mittels Forschung ihre Schnodderlinge dazu bringen, auch härteres Geschrei auszugraben. Ja, das ist richtig, aber dafür müssen wir an die Oberfläche. Besserwisser. Gut, schau ich mir dieses Nerdzeug eben mal an. Ja. Wir werden trotzdem erst diese zwei kleinen Spinnen abfangen. So, ich hoffe mal, meine Schnodderlinge helfen da und arbeiten jetzt mal ein bisschen entgegen. So. So, die beiden können auch schon mal eingerissen werden. So, je früher wir die Spinnen nämlich hier beseitigen, desto besser. Okay, also, das ist doch nicht zeitgebunden, ist doch zeitgebunden. Macht die Sache natürlich jetzt ein bisschen unangenehmer. Und komm durch. Jetzt. Holt sie euch. Eine Bedrohung nach der anderen. Der erste von den Gegnern oben wird durchkommen. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Es geht uns darum, dass wir den dritten abfangen. So, das hätten wir. Und dann holen wir uns das nächste Spinnennetz. Sollte es die Kleiner Zauber. Sein? Spoiler? Nein, war es nicht. Sollen Sie nur kommen? Wieso kann ich den Zauber nicht anwenden? Also, meine Armee wird sie vernichten. Ach, das ist die. Okay, ich wollte den unteren. Gut. Aber die ersten Einheiten sind schon Stufe 2. Das macht uns gleich eine andere Sache leichter. Irgendwie habe ich die beiden gerade verwechselt, die beiden Zauber. So, jedenfalls, sobald das hier weg ist, hilft uns das ungemein weiter. Da ist nochmal eine Spinne gespawnt, aber die macht auch nichts. So. Widerwärtiger grüner Glibberschädel. So. Und ab nach oben mit euch. Zerstört wurde. Zack, weiter geht's. Hier lang, da lang. Dann geht's weiter. Guck mal, da ist ein Fehler auf der Karte, weil der nicht durchgearbeitet hat. Haha. Okay, let's go. Attacke. Die gehen ja wunderbar runter, muss ich sagen. Ich will jetzt nur keine Einheiten verlieren, aber das sieht danach aus, als wenn mir hier der eine gleich das Zeitliche segnet. Wobei, nee, nicht wirklich. Okay, passt. So, dann werden wir hier unten auf jeden Fall mal ganz kurz in den Baubereich. Okay, das Arcanum benötigt eine Forschung. Forschung war V. Arcanum freischalten können wir nicht. Einmal aufwerten. Ah, 200 Bösartigkeit. Okay, können wir nicht machen. Dann switchen wir nochmal kurz an die Oberfläche. Und hier, gut, das ist ein Untoter, da können wir eh nicht viel machen. Werden wir mal eben zwei Gruppen aufbauen. Auf F4, damit wir die Fernkämpfer und die Heiler hier vorne stehen haben. Und unter F3 holen wir uns dann die Haupteinheiten. Die heilen noch alle ein bisschen. Da ist die.
dieses gute Wesen. Richtig. Los, Attacke. Werft euch so. Ins Getümmel, brecht ihm die Beine, zupft ihm die Nasenhaare. Drei auf. Geht bitte drauf. Vier weg, 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 weg. Drei auch weg, 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 weg. Raus da. Und jetzt Attacke. So, dann haben wir immer noch keine Bösartigkeit. Wir müssen mit den Fernkämpfern mal wieder ein bisschen weggehen. So, schön von der Ferne drauf. Die sind jetzt auch alle schon ein bisschen gelevelt, dadurch, dass wir unten halt die Spinnen kaputt gemacht haben. So, drei weg, vier weg. So, drei hinterher. Und Attacke. So, jetzt gleich kommt genau der Kreis. Einmal wieder weg. Schneller. Und hinterher. Drauf da. So, solange die Fernkämpfer außen stehen, können die auch schön die ganze Gruppe hier heilen. Das ist natürlich wunderbar. Eventuell verlieren wir einen der Untoten, aber im Großen und Ganzen sollten wir das jetzt hinkriegen. So, die vier bitte auch einmal ausweichen. Drei drauf. Ja, wir kommen gleich zurück, keine Sorge. Jetzt heißt es aber schnell sein. Und nochmal zurück. Dafür haben wir dann gleich den Zauber. Ich hoffe nur, wir schaffen das Einhorn zu töten, noch bevor unten etwas passiert. Eine eurer Kreaturen ist Tag, direkt den Teleporter. Alle sind unten und dann können wir uns jetzt hier um den... Nein, was mache ich denn da? So, jetzt. Gut, das kriegen wir hin. Dann müssen wir hier einmal, das ist ja schon auf Maximum, die Schnodderlinge nochmal ausbauen auf Stufe 3, dass wir hier weiterkommen. Ja, das sollte funktionieren. Bravo, Rös, meine Getreuen! Hier durch. Dieses Lager wird uns gute Dienste erweisen im Kampf gegen die dunklen Horden. Die Helden hatten es geschafft, ein Lager zu errichten. Ja, eins. Von nun an würden noch mehr Helden die Oberwelt beschützen. Rekrutieren. Wir holen uns mal wieder. Auf zur Oberfläche. Brechstangen bereit machen und das Gebäude unter Denkmalschutz stellen. Wenn wir es dann abreißen, ist das noch böser. Okay. Soweit, das sieht gut aus. Was ist hier mit meinen Einheiten los? Warum habe ich denn so viele hier verloren? Eure Armee hat sich gerade durch... Macht sich da etwa ein Bautrupp der Helden auf den Weg? Ja. Los, Kreaturen, macht das Ding platt! So, was wir aber machen in der Zwischenzeit... Das spinnenfürchtende Böse hatte auf dem Weg zum Dungeon-Eingang ein Spinnennest angegriffen. Schalten wir die Türen und die Fallen frei in der Zwischenzeit. Machten sich zur Verteidigung bereit. Zaubern ist auch ganz praktisch. Angriff, oder? Und... Vorwärts. Schnappt sie euch, macht sie platt, baut euch Zahnstocher aus ihren Beinen. Ja, die Karte unten ein bisschen beobachten. Oh, warte mal, da kommen wir ja gar nicht hin. Wir können ja nur den letzten abfangen. Obwohl, wartet mal, doch, wir kommen dahin. Habe ich nur noch so wenig Einheiten? Was ist da los? Bin ich doof? Da sind sie doch! Der Thronsaal wird angegriffen! Das kann... Ich hab die nicht bemerkt. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hab die nicht bemerkt. Tja. So, und zurück. Da ging dein Bautrupp dahin, Bruderherz. Wurde die Immobilienblase wohl zum Platzen gebracht, was? Puh. Talia, weißt du überhaupt, was die Immobilienblase ist und was das bedeutet? So. Ach, du willst mich im Moment meines Triumphes jetzt aber nicht mit unnützem Wissen zulabern, oder? Nein, alles in Ordnung. Was du weißt, ist ein Tropfen. Was du nicht weißt, ein Ozean. Ja. Dann gucken wir mal. Glotzer, ich will den eigentlich nicht haben. Zumindest nicht jetzt Thronsaal verbessern. Da bin ich doch absolut dafür. So, und richten Sie den Schaden an. Der Dungeon Herz hat eine Rüstung von 50, solange sich Kreaturen im Thronsaal befinden. Das wäre eigentlich ganz gut, aber wir brauchen erstmal mehr Fallen, um hier einfach den Gegner ein bisschen aufzuhalten. So, jetzt sind wir unsere Bösartigkeit los. Die können sich mal eben heilen. Und die werden halt... Warum sind die noch oben geblieben?
So, kommt in den Dungeon zurück. Kein Wunder, dass das hier so lange gedauert hat. Da werden die ersten Leichen hier rübergebracht. Das sieht aber noch okay aus. So, jetzt weiter. Wir brauchen wieder neue Einheiten. Da holen wir uns mal wieder zwei neue Banshees, würde ich sagen. Und werden dann jetzt die Zeit nutzen, um hier mal das Arcanum langsam aufzubauen. Ich dachte, ich hätte das freigeschaltet. Na gut, dann habe ich es jetzt freigeschaltet. Hier das Arcanum, damit wir mehr Zauber wirken können. So, einmal da rein, bitteschön. Wir haben Platz für eine Einheit, die holen wir uns auch sofort. 333 sind 9, das geht auf. Das würde bedeuten, dass wir eventuell einen Imp dazu holen. Ich höre doch da irgendwas durchkriechen. Ah, gut. Scheinbar nicht. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal weiter, dass wir uns jetzt mal die Fallen und Türen kümmern. Erstmal hätte ich gerne hier so eine lange Fallenwand. Wenn die da durchkommen, dann hier nochmal eine Giftkacke. Dann hätte ich gerne mal eine Tür. Hier, pass auf, da kommt mal eine Tür hin. Einen einzelnen kann ich da hinsetzen und dahin, weil da laufen die ja eh drüber. Und dann haben wir hier schon mal so den ersten Bereich, wo wir ein bisschen bauen können. Ja, dann, da die eh den Gang lang laufen, werden wir hier so einen kleinen Umweg bauen. Das haben wir früher schon immer gemacht. Und Dungeons 3, das sollte auch hier eigentlich ganz gut funktionieren. So, längere Wege macht es uns immer ein bisschen einfacher, weil wir die dann besser steuern können, wo die lang laufen. Ja, können wir eigentlich hier hinsetzen und dann müssen die hier landen. Genau. So ungefähr habe ich mir das gedacht. Wir rufen unsere Army einmal hierhin zurück und erwarten dann deren Ankunft. Die haben auch schon so ein bisschen Schaden bekommen. Ja, dann einmal hier rüber. Lass bloß meine Schnodderdinger ganz, die brauche ich nämlich noch. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Oh. Geht nicht. Naja, egal. Das werden unsere Gegner sowieso nicht schaffen. Dafür sind wir einfach jetzt schon zu mächtig an der Stelle. Müssen aber gucken, dass wir trotz allem jetzt hier mal langsam aber sicher ein bisschen weiterkommen. Ach, ich hatte keinen Mana mehr. Ist ja doof. So, was bauen wir denn? Wir können mal versuchen, ob wir jetzt an der Oberfläche langsam aber sicher ein bisschen weiterkommen, um unseren Gegner zurückzuwerfen. Wo kommen die denn schon wieder? Ach so! Ja, okay, hallo Leute. Ihr habt hier noch eine Kleinigkeit zu tun. So, geht da mal drauf. Die habe ich gerade irgendwie leicht vernachlässigt und vergessen. Haben wir denn jetzt hier immer noch nicht? Was kostest du denn? Ach, ich muss das mit Bösartigkeit, nicht mit Mana. Okay, okay. Ich habe gerade so nicht bedacht. Also einmal alle aufrufen und dann geht's einmal hier rein. Geht mal ein paar Spinnen essen. Ja, hört auf betäubt zu sein. Ihr sollt die Spinnen kaputt machen. So, man merkt einfach schon, dass wir doch ein bisschen mächtiger sind inzwischen. Schauen, das sollte aber funktionieren, dass wir hier durchkommen, ohne zu viel zu verlieren. So, die können wir schon mal aufmachen, damit wir den nächsten Ausgang zum Dungeon freischalten. Ja. Das geht doch. So, da oben dann gleich einmal durch. Unsere Schnodderlinge sollten das jetzt gleich anfangen aufzubuddeln. Hallo, arbeite. Sehr gut. So. Ein Spinnennest löste sich unter den Schlägen der Kreaturen. Ein Bautrupp der Helden machte sich auf den Weg, ein neues Lager zu errichten. Ja. Das grabende Böse hatte einen so, aber wir werden uns erst um das nächste Spinnennest kümmern. Bevor wir dann jetzt die beseitigen werden. Alles laufende Erfahrungspunkte. So, das Einhorn hatten wir rechtzeitig.
Die nächste Mission heißt ja, dass sie keine drei Gebäude bauen dürfen. Die haben erst eins errichtet. Heißt für uns auf jeden Fall, wir sind noch im Time. Ah. Und die werden wir jetzt gleich oben abfangen gehen. Sobald hier das Spinnennest beseitigt ist. Damit wir von Spinnen auf jeden Fall nicht mehr angegriffen werden. Und auch das ist erledigt. Yep. Dann geht ihr mal bezahlen. Einmal alle auswählen. Und jetzt gehen wir der Horde noch schnell entgegen da hinten. Die Meine Brüder. Oh. Da ist aber ein bisschen mehr los. Der Tag mag kommen, da die Wut obwohl, nee, die sind nicht so stark. Kommen. Da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Ja, hoffen wir's. Haltet Stand, Helden des Westens, und verteidigt so. Unsere Lager. Wie oft müssen wir uns diesen Blödsinn denn noch anhören? Komm hier runter. Hätte sich wenigstens mal einen anderen Spruch zulegen können. Idiot. Tristans Männer schien die Wiederholung nicht zu stören. Ja, los. Helden waren sich ja für einen Raid nie zu schade und konnten auch zum 100. Mal einen Raid mitmachen. Nur um vielleicht einen bunten Hut zu gewinnen. Die Helden so, strömten auch aus, um neue Verteidigungsanlagen zu errichten. Da ein gibt's Auto keine. Der Helden wurde von den Armeen des absoluten und Bösen einmal zerstört. Wieder kurz nach Hause kommen, weil die alle sehr hungrig sind. Wollen wir die doch einmal erholen lassen und danach gehen wir nach oben und ziehen dann Richtung Front, würde ich sagen. Ja, guck ruhig zu, Tristan. Zu dir komme ich auch noch, aber erst einmal möchte ich hier unten nochmal, glaube ich, ein bisschen meine Verteidigungslinien verbessern. Das sieht erstmal gut aus. Das heißt, wir können kurz ins Baumenü gehen und wir werden eine Wand aufschütten, und zwar hier und da. Dann laufen die nämlich wieder hier außen rum, was für uns natürlich bedeutet mehr Fallen und für die Gegner mehr Probleme. Dann, der Friedhof ist okay. Wir haben ein bisschen Mana hier, da müssen wir uns auch keine Gedanken machen. Bösartigkeit haben wir auch hier. Das sieht auch alles soweit in Ordnung aus, würde ich sagen. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Mana abbauen. Gibt da jetzt gerade nichts, was uns da aufhält. So, trainieren können sie. Wir gehen nochmal kurz in die Forschung. Können wir hier noch irgendwas verbessern? Zum Beispiel könnten wir noch mehr Einheiten erschaffen. Und dann uns... Okay, jetzt haben wir dafür nichts mehr. Schade. Stärkere Heiler wären nämlich noch ganz nett gewesen jetzt an der Stelle. Dafür brauchen wir aber... Da Bösartigkeit, die kriegen wir aber nicht automatisch. Naja, gut. Müssen wir halt noch ein bisschen warten. Die Schatzkammer ist okay. Hier können wir auch nochmal sagen, dass wir die drei abbauen, weil davon sind drei Minen, dass wir das Gold haben. Eure Feinde sind im Dungeon. Habe ich erwartet. Guck mal, die kriegen hier schon schön Schaden. So, jetzt wollen die mal irgendwann die Tür aufmachen. Dann kriegen sie da nochmal schön Schaden. So, da gibt es auch Haue. So, da gibt es Slowy. Das heißt, wir werden hier nochmal was umbauen. Ja. Und jetzt rufen wir dann gleich unsere Helden einmal hier rüber. Und eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Ab dafür. Ja, zumindest gehen unsere Fernkämpfer direkt auf die Heiler. Das macht sehr viel. Okay, warum ich das hier aufgerissen habe? Für eine weitere Falle. Was war nochmal der Hotkey für Fallen? Ach, T, für Türen. Okay, und zwar möchte ich hier einmal diesen Schleuderer hinbauen, weil wenn die hier geslowt werden, kann der ein bisschen öfters da drauf hauen. Macht es uns nochmal einfacher. Die haben schon wieder Hunger. Haben wir denn? Doch, wir haben doch zu essen. Entspannt euch doch mal. Alles ist gut. So, dann gehen wir an die Oberfläche, würde ich sagen. Also, auswählen, darüber, dahin und dann gehen wir hier mal weiter. Jo, holen wir uns mal die nächste Einheit. So, entscheidend war halt wirklich unten die Spinnennester so schnell es geht wegzumachen. So, da brauchen wir uns auch nicht großartig drum kümmern. Das sollte relativ schnell alleine gehen. So, erstmal den Heiler raus.
Dann fällt der Rest auch einen Ticken schneller. Und jetzt gucken wir mal, dass wir langsam aber sicher Richtung Ende der Mission vorrücken, würde ich sagen. So, hat geklappt. Hier oben haben wir ein Lager, das sollte sich dann verabschieden, hoffentlich. Heldenlager. Ja, direkt durchziehen auf den Heiler. Nicht lange quatschen. Und jetzt kann auch das Gebäude platt gemacht werden. So. Es ist Zahltag. Okay. Macht sich da etwa ein Bautrupp der Helden auf den Weg? Los, Kreaturen, macht das Ding platt. Schwupp. Meine Brüder, in euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Aha. Der Tag mag kommen, da der Mut der Helden erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Ich wünschte, ich könnte bei euch bleiben, doch ich muss weiter der Queste folgen. Wir werden uns wiedersehen. Mit diesen Worten machte sich Tristan aus dem Staub. Was? Dieser Feigling. Komm zurück, du erbärmliche Mistmade, damit ich dir tagelange quälende Fahrten in einem Käfig heimzahlen kann. Oh, das wird ein Double. Warte mal, wir warten noch eine Sekunde. Und 3, 2, 1, Angriff. So, alle schön zusammen. Einmal unseren Zauber rein. Und dann zeigen wir mal, wer hier die richtige Armee hat. Okay, da kommen doch noch ein paar mehr. Hält uns aber nicht davon ab, sie alle zu vernichten. So, da ist der Anführer von dem Wagen. Weil ihr seht mal, wir gehen hier auch mit voller Energie raus. Da steht noch Magier, der fällt einfach um. Guck mal, null Chance haben die Gegner hier. Der wird von hinten erdolcht. Und von dem Assassin? Die Armee egal. Des verwüstenden Bösen hatten einen Bautrupp der Helden vernichtet. Ja. Einfach platt machen. So. Hier oben dürften gar... Ja, war mir doch klar, hier stehen natürlich wieder Gegner. So, wir müssen nur aufpassen, nicht, dass wir irgendwie doch noch im Dungeon angegriffen werden. Und wir könnten mal kurz im Dungeon einen Wachraum bauen von 4x4. Ist eigentlich egal, wo wir den hinsetzen, würde ich sagen. Aber gut. Bauen wir den Wachturm hier mit 3x3 und dann so. Kommt er einfach hier hin. Das da oben sollte dann eh funktionieren und wir ziehen hier weiter. Ist ja auch, glaube ich, nur ein Bonusziel und da das nicht für ein Achievement wichtig ist, ignoriere ich das irgendwie. So. Aber ich hätte den schon gerne noch vorher. Guck mal, wie sie da alle so schön zusammenstehen und kuscheln. Oh, da unten, ich sehe was. Wir werden angegriffen. Feinde sind im Dungeon. Das bedeutet, wir drücken einmal diese Taste. Alle meine Einheiten, bitte mitkommen. Natürlich kommen die wieder nicht mit. Naja gut, dann wartet ihr halt oben. Wir regeln das halt alleine. Wo ist das Problem? So, ihr kriegt hier schon mal schön auf die Fresse. So, guck mal, immer drauf da. Genau deswegen habe ich hier diesen Slow-Bereich gebaut. Jetzt kommen meine Einheiten noch dazu. Die sollten die da vorne auch abfangen, hoffentlich, damit der nochmal dreschen kann. Nee, will er nicht nochmal dreschen? Ach, er muss sich jetzt erstmal wieder aufladen. Ja, natürlich, war ja wieder klar. So, dann bauen wir jetzt eine Wachstube, die wir natürlich nicht bauen können, weil wir sie nicht erforscht haben. So, Wachstube aus den 4x4. Los, Goblins, baut sie. Die ist ja schon groß geworden. Aber die gehen aber gerade richtig langsam runter, meine ich das nur? Ich meine, okay, meine Einheiten gehen gar nicht runter, das ist halt auch gut, ne? Aber... mal.
Bekommen die überhaupt Schaden gerade? Was halten die so? Ja gut, sie sterben. Aber das war natürlich... Ach, die hatten so einen Baum dabei, ne? Ja. So, was ist da los? Ach, mit einer Wachglocke. Okay, Moment. Ihr kriegt eine Wachglocke. Hier. Baut das. Für Achievement. Nur fürs Achievement. Also, nee, für hier Freischaltung. Kommt. Und dann gehen wir nach oben. Sollte klappen. Ab dafür. Kommt her. So, das müsste jetzt hier unten automatisch gehen. Speichern. Bin ich eine halbe Stunde dran? Oh ja. Okay. Es ist Zahltag. Hier, mach das fertig. Einer meiner Schnodderlinge antreten. Ich möchte auch dieses haben. Ah, da kommen sie. Da müssen ja erstmal die Kisten hingebracht werden. Bauen Sie dieses fertig. So, wenn wir das nämlich dann haben, sind alle Aufgaben erledigt und wir können getrost oben sagen, Final Fight. Das wachhabende Böse hatte eine Wachstube errichtet. So. Kreaturen konnten dort abgestellt werden, um nach Feinden Ausschau zu halten. Ja gut, das reicht. So. Attacke! Macht sie nieder! Auf sie mit Gestotter! Ist ja jetzt nicht sonderlich herausfordernd. Ja, geht mal auf den Magier. So. Dann würde ich sagen, vernichten wir das nächste Gebäude. Das Abschlussvideo wird es geben. Nur das Intro-Video nicht. Es sei denn, ich nehme das nochmal auf und schneide das rein. Ich glaube, das mache ich so. Dann habt ihr das am Anfang doch gesehen. Damit wir da ein bisschen Zeit sparen. Dann schneide ich das mal schnell zusammen. Sollt ja das Komplette sehen. So, stürzen Sie ein, Gebäude. So soll es sein. Ein Lager der Helden war nicht nur dem Untergang Gevalia und das gerissene Böse hatten es geschafft. Die Lager der Helden lagen in Schutt und Asche. Ha, so ist es. Los, Tristan, komm raus und zeig dich. Es ist wie damals bei meinem 8. Geburtstag, außer dass du diesmal die Pinata bist. Tristan! Wo bist du? In ihrer Zerstörungswut hatte Talia die etwas überstürzte Abreise von Tristan schon wieder vergessen. Stimmt, dieser verdammte Feigling. Ich war so sehr mit dem Verkloppen von Helden beschäftigt, dass mir das entgangen ist. Aber gut, ich muss mich ohnehin diesem ominösen Rat der Schnodderlinge widmen. Meine Rache muss wohl etwas warten. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und so weiter. Da ist es. Alle drei Achievements. Wir haben unser Ziel erreicht. Eine neue Fähigkeit, dass Talia günstiger wird. Und dann sage ich schon mal, wir sehen uns wieder bei dem nächsten Mal in der nächsten Folge. Mission 6 wartet auf uns.